Minuten Nachspielzeit. Andere eine 4-3-3 wird liegen. Ivan Dal Santo hat ihre längeren Verletzungen mit ihrem Gästecoach aus der weißrussischen Hauptstadt, der Evinen noch nicht so viel mitbekommen hat. Das ist der des FK, der ist nicht schlecht gespielt und das ist die erste Torchance im zweiten Abschnitt und das ist eine Top-Gelegenheit und da bleiben wir die... Ja, Stili läuft mit und er kommt durch. Wieder De Plasis in der Mitte. Und das sieht richtig gut aus, das ist stark gespielt, das ist Kimmich und das ist... nicht das Tor. Und das scheint zu fruchten. De Blasis stark durchgesetzt. Probiert sich Strapazen für die Minskerinnen. Wie fit sind die? Anscheinend sehr fit und das ist ein böses Foul. Oh, starke Variante. Flach rein. Leute den Atem anhalten. So, jetzt rum. Stark macht sie das. Oh! Ja, die Drehung hat sie heute schon ein paar Mal gegen Reana Fischer gezeigt. Gegen zwei geht dann auch noch die Meter, wird nicht belohnt. Schade. Und er ist stark gespielt. Und wieder mal ist sie durch. Und dieses Mal ist er drin. Man kann Emuti Okia der Drops gelutscht. Minsk wird in die nächste Runde einziehen.
kleines Tänzchen jetzt hier an der Auslinie. Und das ist halt Begleitschutz und keine Defensivleistung. Und das geht viel zu einfach. Julia Duben macht's. Vorhin eingewechselt worden, die 22-Jährige. Oh, Fehler von Voskobovic. Die jetzt hier auch noch ein bisschen Trash-Talk abbekommt. Viel Frust da jetzt auf dem Feld und das gibt schön auf die Zehenspitzen. Los. Aus dem Ritt. Der Pfiff. Das war's. 1:3. Brocken freuen dürfen. Wir freuen uns natürlich. Machen können, aber hätte irgendwas mit Fahrrad. Und auch in der Liga und im Cup geht's noch weiter und da kommen viele.